Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transportier 2 hier bei mir beim V1976. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und wir ganz kurz gucken. Okay, alles gut, alles gut. Und können wir ins Spiel rein starten. Wir wollen noch ein bisschen weiter basteln an unserer Karte, an unserer USA-Karte. Eigentlich wollten wir ja nur nachgucken, was so die Neuerungen sind. Aber der Ehrgeiz hat mich gepackt und will doch noch ein bisschen was machen. So, jetzt muss ich hier ganz kurz hier. Ach, der Zettel kann komplett weg, den ich hier habe. Okay. Weg damit. Ist nichts mehr drauf, was ich da brauchen würde. Genau. Aber wie gesagt, wir wollten halt die dynamische Wirtschaft uns mal angucken. Und das haben wir gesehen. Das funktioniert ganz okay. Sagen wir es mal so. Also es verschwindet, es kommt wieder und so weiter. Es ist schon okay, weil es halt an Stellen auftauchen kann, wo wir das besser benutzen können. Ne? Dass die Fahrtwege dann nicht allzu weit sind. Wir haben auch einige Sachen gemacht, wo man auch LKWs fahren lassen können. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber wir spielen ja doch immer im Sandkastenmodus oder hauptsächlich im Sandkastenmodus. Ich glaube, das ist unser Ding sozusagen, wo wir dann halt unsere Industrien halt selber stellen können und dann halt gezielt halt auch schöner bauen können, was halt dann auch mehr Industrie aussieht. Es ist immer noch nicht so, dass es halt wie im Real Life aussieht. Ne? Es ist auch nicht unbedingt mein Anspruch. Könnte im Schönbau ein bisschen besser aussehen, zumindest bei mir. Wenn ich es bei anderen immer sehe, dann ist immer bin ich schon ein bisschen neidisch. Dem Reihe, hallo schön. Moin, moin. Aber ja, bin trotzdem zufrieden. Es läuft ja und wir haben ja auch machen auch ganz gut Geld im Moment. Es hat also richtig funktioniert mit dem weiter Ausbauen, dass wir halt viel mehr produzieren. Auch mit dem Stahl hier hinten da, was wir hier zusätzlich ranbringen, lässt auch hier die Produktion halt durchstarten, mehr oder weniger. Also wir verdienen schon eine ganze Menge. Ne? Ich will mal ganz kurz was nachgucken. Ah, okay. Weil mein Bruder war gerade eben noch hier. Der war nämlich kurzfristig vorbeigekommen. Deshalb auch heute ein bisschen später angefangen. Er wollte eigentlich schon längst wieder unterwegs sein, aber irgendwie kommen wir aus dem Quatschen dann doch nicht mehr raus, weil wir doch schon länger nicht mehr da waren und auch länger nicht telefoniert hatten, weil er einfach zu viel zu tun hat. Und dann passiert das halt. Aber trotzdem, alles gut. So ist er schon wieder auf dem Weg zum nächsten Termin und dann muss er dann wieder nach Berlin rein und da seine Frau abholen und dann geht's wieder nach Hause. So, gut, wir haben glaube ich alles ausgemacht, weil ich halt ein besseres Bild haben wollte. Genau. Hatte ich eigentlich hier jetzt ein drittes Flugzeug gekauft, oder? Mal schnell gucken. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da Gewinn machen in der Luftfahrt. Nein, wir machen da tatsächlich Minus. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Dann mach heute bis 0 Uhr 59. Das ist ja... Hallo Tienchen. Warte. Nein. Natürlich nicht.
Ich habe hier noch zwei kleine Teilchen liegen. Mein Bruder hat mir dagelassen. Ich habe auch Polen mitgebracht. Da waren große LKWs drauf, ne? Ja, das reicht. Das ist okay. Solange es nicht überläuft, also okay. Der hat sie jetzt alle mitgenommen, ne? Ja. Ach, 12, das ist halt. Und schon lohnt sie wieder nicht. Also ich hoffe, dass wir durch die durch das dritte Flugzeug. Wir hatten vorher 4 Minuten, jetzt haben wir 3 Minuten Takt. Ob das dann besser funktioniert. Ich hoffe es. Wir stehen hier. 31. Und der bringt eine volle Ladung mit. Ja. Schauen wir mal. Und der hat 35 mitgenommen. Nach Flughafen wollen 7. Na okay, kann ja noch mehr werden, bis der. Okay, vielleicht nicht. Da sind aber auch 10 drin. Das ist okay. Lassen wir mal laufen. Noch einer ist ausgestiegen. Okay. Sehr gut. Ja gut. Gucken wir nochmal nach Worcester rein, weil hier hat man ja auch. Die Stadt war jetzt so groß gewachsen, dass wir den Zug wieder losschicken konnten. Mit Treibstoff und Werkzeug. Müssen wir mal gucken, ob der. Wo der ist. Der hat ein Werkzeug dabei. Warum hat der ein Werkzeug dabei? Wo ist der denn? Hier ist, ja. Hier ist ja gar nichts mehr. Wo ist denn. Wo ist denn das Öl? Hä? Das Öl kommt nicht nach hier. Ich habe die Straße abgerissen, als wir hier umgebaut haben. Okay. Zum Glück haben wir gerade nochmal hier geguckt. Wer einen netten Güterwagen möchte. Mod-Werkstatt. Ah, okay. Mal ganz kurz. Nee. Okay. Was ist das denn wieder konstruiert hier? Das kann ja nicht wahr sein. Oh, ich hab die falschen. Falsche Straßen genommen. Schon gewundert, warum die so schön aussehen. Okay. Eieieiei, okay. Ja. Da haben wir es wieder. Alles wieder gut. Seit wann ist der. Warte mal. Hab ich den schon? Warum sehe ich den hier nicht? Der Link funktioniert nicht.
Da lädt er das gleich runter. Sehe ich aber hier nicht. Vielleicht hat er es schon zweimal runtergeladen. Ganz kurz gucken. Nö. So, der Exklusivmod steht nicht mehr zur Verfügung. Ah, okay, muss ich gerade feststellen. Der Waggon war nur für kurze Zeit für einen kleinen Personenkreis vorgesehen. Ah, okay, okay. Siehst du? Aber ich meine, du hättest mir den... Genau, da unten ist er. Am 28.8. Mhm. Ich hab ihn. In meiner Liste ist er drin. Alles gut, alles gut. Ganz kurz bei WhatsApp noch schnell. Ups. So, dann hoffe ich, dass das hier schnell wieder anläuft. Das ist natürlich blöd, weil das ist halt auch viel Geld. Irgendwas wollte ich machen heute. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Das ist immer doof. Du gehörst zu dem kleinen VIP-Kreis. Sehr gut. Wird den dir gesendet. Genau, ja, genau, den hat es mir gesendet. Ist ein netter kleiner, 100 km/h schneller Gutwagen der Deutschen Bundesbahn, Deutschen Bahn AG. Ah, okay. Kann ich noch was trinken, habe ich eben irgendwie die ganze Zeit vergessen. Mein Bruder gequatscht habe. Na, vielleicht fällt es mir ja noch ein, was wir machen wollten. Also optimieren auf jeden Fall noch. Ich meine, jetzt gerade mit dem Öl, das ist natürlich jetzt blöd gewesen. Das habe ich nicht aufgepasst. Dass die Verbindung nicht mehr da ist. Ja. Ohne LKW. Ja, da fehlt so auch noch gerade hier noch so ein Schüttgut oder ein Kipper, besser gesagt. Da hätten sie noch einen dazu machen können, weil es gibt ja auch für Flüssigkeiten, sage ich mal, Öl, Rohöl, Treibstoff, haben sie ja ein extra Fahrzeug auch gemacht, aber einen Kipper haben sie nicht. Für Kohle und so weiter. Läuft. Okay. Ja. Hier kommt auch genug an, das heißt, der kann immer schön gefüllt werden, gerade auch, weil hier die LKWs ja auch immer dann auch ankommen, noch zusätzlich das hier oben anliefern, weil wir können halt hier unten keinen Zug anbinden. Um halt dann hier hoch zu fahren, weil es, weiß ich, mit einem Kreisel rauf und runter, keine Ahnung. Wir haben ja schon einen Kreisel hier unten drin, ja. Und dann noch einen Kreisel reinzubauen, schwierig. Also überhaupt auch den Bahnhof hier hinzukriegen. Die Frage, wie wir den hier noch hinkriegen dann. Schon mit dem Kreisel hier raus und dann da hoch zu fahren. Na, vielleicht lassen wir das. Ja, wir wollten hier noch ein bisschen gucken, ne? Dass halt noch mehr
Stahl ankommt. Ja. Ja, hier hapert's am Holz, ne? Hatten wir das nicht auch mehr schon angeliefert? Genau, wir hatten hier und auch hier. Das heißt, wir können hier noch einen LKW drauf machen, ne? Jo. Na toll, jetzt gerade ein Tunnel rein. Los, wo ist der? Da. Nehmen wir da nochmal ja, 3 Stück, würde ich sagen. Na, hier sind nur 3 Stück drauf. Okay, dann können wir den komplett machen. Mehr Bretter bei raus. Stahl liegt hier genug. 1560. Hier kommt nicht genügend Stahl an. Wie viel geht gerade? Gucke. LKWs sind alle unterwegs. Einer steht noch. Ist klar, dass es dort am Holz mangelt. Schaut ihr den Wald doch mal an. Ja, ist alles schon geschlagen. Deshalb. Den Rest sammeln die hier, das kommt hier immer mit, durch den Fluss und dann haben die einen großen Kran hier oben stehen und dann greifen die das dann daraus. Ja, so passiert das. Weiß man doch. Aber dass hier so wenig dann für Worcester liegt. 9. Und er hatte gerade eben nur ein Werkzeug dabei. Halt auch doof. Ja, die fahren ja durch, ne? Das ist ja eine Linie. Ja. Cool. Und hier nochmal rein. Ja. Immer noch, ja, das kann jetzt am Öl liegen, dass wir jetzt wieder abfallen. Ach, genau. Warte. Ist nicht so, dass wir hier auch das fahren wir schon mit dem Stein hier hoch? Und zwar von hier unten? Ja. Genau, das war das nämlich. Wir hatten noch Baumaterialien, die wir hier hochfahren. Hä? Was ist das denn für ein Zug? Ich dachte gerade, warum hat der denn Tankwaggons hinten dran. Das war nicht der richtige Zug. Er war nämlich hier unter Tage sozusagen. Kann ja mal passieren, ne? Auf der Linie ist aber auch nur einer drauf, ne? Ja, genau. Ja,
Wie gesagt, wir können halt die Linie dann hier wegnehmen. Das ist ja die Güterzuglinie, die hier dran vorbeifährt. Die könnten wir dann wegnehmen, weil die dann den Stein dann von da unten bekommen. Der kommt dann hier hoch und lädt das hier ab, wie hier. Und da der Steinbruch, der hier ist, der versorgt dann das. Und von hier aus fährt ja dann der LKW rüber und lädt das hier ab mit den Baumaterialien. Mhm. Warum klingelt das Telefon? Das ist nicht gut. Alles gut, alles gut. Ja gut, lassen wir es erstmal noch so. Theoretisch bräuchten wir direkt noch einen zweiten. Hallo und einen schönen Samstag. Hallo Anne-Rose. Na? Hast du nicht gesehen, dass ich online bin? So, ist er denn jetzt endlich da? Nein, ist er immer noch nicht. Da hinten kommt er. Hat 24. Na, schon langsam unterwegs hier. Ach, der musste den bestimmt. Nee. Ach schon, der musste den vorbeilassen oder so, aber ist nicht. Und so langsam darüber musste. Nee, nee. Alles gut. Okay. Fahren wir mal mit. Ich glaube, das ist okay. Hattet ihr eigentlich schon was mitgenommen? Ich hatte im Forum gesehen, und zwar hat jemand nachgefragt, ob man das, diese Einblendung ganz oben benutze die Taste H, um keine Ahnung, ich kann es nicht mehr sehen, Hupe ertönen zu lassen, denke ich mal, oder Signal ertönen zu lassen. Hat halt nachgefragt, ob es vielleicht ausschalten kann. Gute Frage, hat glaube ich noch keiner darauf geantwortet. Müsste ich nochmal nachgucken. Weil müssten es ja jetzt auch alle wissen, weil, ne? Aber dieses Common API, ich glaube, das kann man auch abschalten, ne? Oder irgendwo anders hinschieben. Obwohl ich halt das überhaupt nicht an ist, ne? Die Mod. Trotzdem wird es angezeigt. Ja. Nee, mein Besuch ist schon weg. Deshalb hatte ich nämlich später angefangen.
Der Besuch hat dich wieder einsam und verlassen zurückgelassen. Ja, so schlimm ist es ja dann doch nicht. Ich hab ja euch. Hört sich trauriger an, als es ist. Dann war aber ein bisschen lange hier, ne? Okay, okay. So, dann noch ein Wochenende auf der Map und dann geht's ab zur neuen Inselwelt. Wie gesagt, wir hatten noch die Idee, dass wir noch eine Season Railway Empire dazwischen schieben. Und für ein, zwei Wochen. Aber ich glaube, wir werden hier nicht mehr allzu viel machen. Nee, weil wir ein paar immer mittwochs. Hä? Seit wann machen wir mittwochs irgendwas? Mutter, mittwochs kommt nichts. Außer Feiertag. In Brandenburg ist auch immer Feiertag. Wüsste ich jetzt nichts von. Das wäre dann eher schlecht, weil die Geschäfte ja dann auch immer zu hätten. Würde aber die Hamsterkäufe erklären. Wenn die Geschäfte mal offen haben, muss man gleich alles einkaufen.
Also ich würde die Map heute, oder besser gesagt morgen abschließen. Ich glaube, dann haben wir alles gemacht, was ich noch machen wollte. Und wir sind auch ein bisschen mitgefahren. Ja. Ich werde jetzt auch die Linie oben, können wir nochmal nostalgisch einmal mitfahren. Und dann werden wir die dann löschen. Okay, und dann geht es als Wochenende mit Rail Empire weiter. Weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir nur eine Woche Pause, um mich halt, damit ich halt dann auch die ganzen Mods installieren kann und, die mal durchgucken, weil bei gefühlt 3000 Mods, die wir haben, muss ich die ja noch ein bisschen raussuchen. Und da waren ja auch noch die Kontroversen dabei, dass ich dann doch die DDR-Industrie noch mit reinnehme, aber die möchte ich nicht mit reinnehmen, weil dafür ist nicht genügend Platz. Würde ich sagen. Man will es da raussuchen, klickst einfach auf alle aktivieren. Nee. Nee. Ich würde halt. Was soll ich mit, weiß ich nicht, mit fast 100 Flugzeugen verschiedenen? Das macht keinen Sinn. Die können wir nachträglich, wenn wir sehen, okay, da gibt es andere Flugzeuge, die da besser passen würden oder so, um die Inseln anzufliegen. Aber ansonsten würde ich die halt schon mal per se nicht alle anmachen. Ne? Und es macht auch nicht sehr viel Sinn, sehr viele Züge zu aktivieren. Weil wir halt auch nur auf der, ich sag mal, auf der Landmasse sozusagen, wo ich halt versuchen werde, ein Versorgungszentrum aufzubauen, wo halt auch noch zwei, drei Städte sind, klar. Aber die halt dann auch dementsprechend halt dann, wo Industrien sind, und diese Industrien versorgen halt unsere Inseln. Ne? Die Mod-Werkstatt hat auch noch ca. 100 Flugzeuge im Angebot, kommt noch. Und nach jetzt, ja, siehst du, also es ist ja schön, dass es alle sowas gibt, aber so, hier fahren wir jetzt noch einmal mit. Das ist seine letzte Fahrt. Kann er sich hinten nochmal schön leer machen. Dann können wir hier die Strecke dann stilllegen. Ja. Ich denke, man müsste halt dann mal eine. Ja, aber so eine große Map gibt's halt nicht. Ne, dass man da dann wirklich so viele Flugzeuge halt fliegen lassen kann. Wir haben ja die Möglichkeit mit einer Mod, dass die halt auch raus aus der Karte fliegen. Ja. Aber die Flughäfen sind halt. Ja. Was soll ich sagen? Sind halt Flughäfen. kannst dir die Beschwerde, macht mal mehr Flugzeuge. Es gibt viel zu wenig Auswahl bei den Flugzeugen. Mehr Flugzeug. Repaints. Nein. Du kennst ja die Beschwerden. Was? Von dir. Ich glaube, du machst immer verschiedene Accounts und schreibst dann rein, Mensch, da könntest du noch den Repaint machen oder so. Oder das Flugzeug fehlt noch. Ne? Und du schreibst immer drunter, oh, das wäre super. Ne? Und likest dann noch mit deinen anderen Accounts. Eigentlich wünschst du dir die ganzen Flugzeuge nur. Oh, nein. So, die ist raus. Dann nehmen wir
wir hier auch noch die Strecke weg. Die braucht keiner mehr. Oh, da ist auch eins der letzten Fahrzeuge. Ich glaube, es ist ein Gelenkbus. Genau, ein Wright Streetcar. Der 100. Müssen wir mal gucken, ob der tatsächlich auch noch leiser wäre. Dann könnte man den eventuell auch noch austauschen in den Städten, wo halt viel los ist oder so. So. Jetzt müssten wir hier nur noch mal gucken, ob da noch mehr LKWs drauf müssten. Weil hier geht ja die komplette Produktion jetzt hier zu den LKWs. Ja, aber das läuft erstmal. Okay. Dann schauen wir nochmal runter, wie es aussieht. Ah, sehr gut, sehr gut. Der macht sich voll, da kommt er auch. Das dürfte der neue sein, den wir aufgemacht haben, genau. Oder? Genau, das ist der neue. Die Betriebskosten, der schon hat, kann nicht wahr sein. Okay. Gute Idee mit mehr Accounts, aber der Aufwand, nee, das ist, ist er mir nicht wert. Hm, hast du Ideen gegeben, ne? Ich mach mir 10 weitere und dann alles in deinem Chat. Ah, okay. Mach mal ein 24-Stunden-Stream. DDR-Industrie muss sein und so Zeugs. Ah, okay. Als würde das nicht schon genug immer hier durchtackern, die mich hier alle ärgern. Ja, 8 Tage Pause, das hört sich gut an, was? Nein, nur ein Wochenende. Nein. Ich würde wie immer, das haben wir ja schon so gehandhabt, dass wir dann tatsächlich eine Woche Pause machen, also ein Wochenende und dann fangen wir mit einer ganz neuen Season an. Das hat man jetzt nur hier beim letzten Mal Balkon, Pienchen 23, 24 und 25, 26, ja, ich befürchte es. Läuft. Und hier geht's auch hoch. Na, dann ist auch gut. So, dann lass mal gucken. Hier ist schon immer viel los, aber eigentlich auch noch, ne? Außerdem, wenn wir hier die größeren Busse aufsetzen, heißt das eigentlich auch nur, dass wegen mittelmäßigen Fahrzeugzustand ist es Zustand haben wir halt 73 plus 2. Wir würden halt dann auch Fahrzeuge runternehmen, weil da passt ja genügend rein. Das heißt, der Takt geht runter. Das ist eigentlich nicht gut. Lass mal gucken. Da ist er. Ah. Je mehr, wenn wir auf Mittelmäßigkeit wäre halt bei 71. Das wäre schon. Ja, schon leiser. Würde ich sagen, ne? Ach, das sind ja noch die ganz alten, die wir da rumfahren lassen, ne? Tatsächlich wären die hier besser. Wir könnten die direkt mit denen hier austauschen. Okay. Hier fahren ja Dino. Nee, aber DDR-Industrie muss sein. Ich will die endlich mal von Anfang an mitsehen.
mit Koks und Co. für den für das Stahlwerk. Finde das einfach um Welten besser als Rohkohle zum Stahlwerk. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir genügend Platz haben dafür. Zumal von der Mod-Werkstatt bald ein großes Bundesbahn-Koks-Wagen-Paket kommt. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir genügend Platz haben dafür. Wir müssten mal die Karte nochmal zusammen anschauen. Dann sagen, okay, wir haben halt ein Festland. Ja, wir norden die Karte jetzt mal ein und im Norden haben wir halt Festland. Das sind halt zwei, drei Städte. Und darum werden wir Industrien platzieren. Und ich wollte halt vom Kartenrand sozusagen halt auch Züge ankommen lassen da. Und halt dann die Inseln im Prinzip dann von da aus dann mit Schiff oder mit dem Flugzeug halt beliefern. Ne? Aber das wären halt dann so wirklich Ministädte, ne? Kleine Dörfchen. Ne? Die kleinste Möglichkeit, die wir einstellen können, um Städte dort anzusiedeln. Ne? Kokerei und Stahlwerk können doch gleich nebeneinander stehen. Bergbahn, das will ich nun fertig. Ja, aber ich wollte es halt. Ja. Nicht zu überladen machen. Verstehst du? Und wann müssten wir da anfangen mit der. Weil irgendwann gibt es die Mod ja nicht mehr. Die läuft ja aus. Also, zeitmäßig, ne? Das mal so. Gut. Kann nur Vorteile bringen. Könnte man tatsächlich hier auch auf 20% runterkommen. Durch dass wir die Busse jetzt ausgetauscht haben. 1950, aha, okay. So Industrieparks wie NRW. Oh, warte. Da kann man dann auch endlich mal die ganzen Rangierloks sinnvoll verwenden. Ja gut, das stimmt wohl, ne, dass halt dann von da aus dann das hin und her fahren kannst. Wollt halt. Ja. Das ist natürlich blöd, dass der hier nur halb voll fährt. Wenn überhaupt. Dafür ist es zu teuer. Ja, müssen wir beobachten. Dass die Abläufe finde ich überhaupt nicht gut. Das mit dem Endjahr kann ja erst mit einem Update. Das war kein gutes Update vom Wiener Modder. Ja. Hätte ich das bloß nicht installiert. Ja. Ja, das war ein bisschen doof, ne? Sonst hätten wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen können, auch auf der letzten Season sozusagen. Aber dann jedes Mal die Zeit umstellen, um das dann da hinzustellen und hin und her, das fand ich dann auch nicht so gut. Ne? Und wir müssen es auch relativ zügig bauen, ne? Weil es ja auch hat ja ein Endjahr. Ne? Und dann halt nur die 40 Jahre das zur Zeit hat. Und die gehen im Spiel ja doch ein bisschen schneller voran. Aber auf Sandkastenmodus geht das ja. Kann man das ja schnell bauen. Ich überlege es mir auf jeden Fall. Weil es muss. Ich habe halt ein bestimmtes Bild schon im Kopf, wie es halt aussehen soll. Ob das nachher auch so aussieht, ist halt immer so eine Sache. Ne? Hm.
Wie sieht es jetzt hier aus? Immer noch frisch wachsen, würde ich sagen. Oh, wächst aber wieder. Okay. Sehr gut. Liegt auch noch genug im Lager. Ist auch noch immer noch voll ausgebaut. Und das... Der nächste... Ah, guck mal. Das Treibstoff... Werkzeug für Worcester. Ist er immer noch groß genug? Ja, und Gott sei Dank. Haben wir denn hier jetzt für Worcester auch schon was liegen? Nee, immer noch nicht. Aber den LKW haben wir da aufgesetzt, ne? Dass wir da auch die liefern können. Das war nicht bei dem. Nö. Okay. Ja, schade. Hätte ja mal klappen können, ne? wo muss denn der Treibstoff hin? Da. Nach da muss der Treibstoff. Sonst noch irgendwo hin? Ne, nur nach da. Der nächste Abladepunkt wäre dann hier. Das heißt, auf der Worcester 1 müssen wir einen Tank-LKW packen. Da hinten. Fahrzeug kaufen. Na, kauf mal ihn, ja. Auf die Worcester 1. Gegen Abfallwirtschaft, also kann mit dem Müll, das würde ich weglassen. Ja, weil es nicht wirklich richtig funktioniert hat, ne? Das hat jetzt, obwohl man diese, die explizit diese Mülleimer halt, oder diese, ja, diese Mülleimer aufgestellt haben, haben sie halt den Müll nicht dort abgegeben. Aber wenn du halt nah genug mit dem Bahnhof halt in der Stadt drin warst, haben halt die Anrainer, die halt in diesem Radius drin sind, ne, haben halt ihren Müll, die hier, haben dann alle ihren Müll halt auch abgegeben. Aber die Haltestelle hat halt nicht funktioniert, wo sie ihren Müll halt eigentlich halten reintun können. Ne? Das hat nicht funktioniert. Yeah. Das war ein bisschen doof. Haben die echt jetzt hier oben Geschäfte drin und die werden nicht erreicht? Industrie. Hier auch. Die sind drin. Also der hier unten. Nachschubbewerbung 100%, aber das ist doch drin. Null. 100. Sind auch drin. Okay, ja, das ist gut. Nur er hier nicht. Ja. Also der hat aber einen weißen Rand. Komisch. Wollte ich den Berg eigentlich ja so schön alleine stehen lassen, dann haben sie ihn doch noch sich einverleibt. Ist okay.
Wie sieht's denn hier jetzt auch aus in McEllen durch den Nee. Immer noch sehr, sehr laut. Okay. Scheint doch jetzt mit der Zeit angenommen zu werden. Hoffe ich zumindest. 17. Nur von der einen Seite. Ganz kurz hier rein. Ja. 4 Millionen minus. Also mal 3 mal 4 Millionen. Ja, hier haben wir Geld zurückbekommen, deshalb, da haben wir einen Zug verkauft, genau. Im Moment machen wir tatsächlich sehr viel Minus, da Eisenbahn. Oha. Ja, weil wir leer fahren. Und wenn die leer fahren, haben wir natürlich keinen, machen wir natürlich keinen Umsatz. Ne, wir hatten ja hier kein Öl und dementsprechend halt kein Treibstoff und dementsprechend halt fuhr alles leer, aber kostet halt alles Geld. Ne? Mal ganz kurz reingucken. Genau, ne, wir haben hier alles kostet. Das muss erst wieder anfangen hier hochzufahren. Mal ganz kurz, ja, 75 halt nicht die Welt. Ja. Blöd. Also die Abfallwirtschaft, ne, ist halt auch so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, das könnte man halt auch noch mit reinnehmen. Gerade halt auch, um zu zeigen, wie man halt dann auch auf Inseln halt den Müll halt wegtransportieren muss. Aber im Großen und Ganzen, es funktioniert halt nicht mit diesen Müllfahrzeugen, ne? Wenn, dann muss halt der Güterbahnhof in der Nähe stehen, damit es halt direkt dort abgeladen werden kann. Und die Umwandlung war ja dann in, ich glaube, tatsächlich Stahl, ne? Also, wäre jetzt nicht das Schlechteste, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Hier läuft es auch weiter an. Die stehen hier einfach zu lange. Er hatte Kohle dabei, okay. Da kommt Eisenerz. Er darf nur nicht leer laufen. Ne? Wie sieht's eigentlich hier aus? Ja, alles gut. Macht auch sehr viel Gewinn, also das ist schon in Ordnung. Die LKW-Linien machen schon ganz gut Geld. Hm. Interessanterweise hat es nur bei dir nicht funktioniert. Okay. Guten Abend, Tom. Hallöchen. Schön, dich zu sehen. Das heißt, bei Tom hat die auch funktioniert? Traurig. Die Frage, ob wir die Tram eventuell austauschen.
doch recht teuer ist. Aber die nimmt schon relativ viel mit. Das ist schon in Ordnung, ne? Aber... Aber wir werden hier, wenn wir hier 4 von denen nehmen. Bei 360.000 und hier sind wir bei 4, 3, 6, 9, ja doch, bei 4, 400.000. Ja. Können wir hier 4 Stück von nehmen. Ja, bisschen günstiger. Ja. Tauschen wir die aus. Da sind gerade 16 drin. Hm, 13, 16. Den einer. Okay, dann tauschen wir die aus. Ersetzen. Und können halt noch einen dazu nehmen. Und dann wären wir sogar noch. Ne? Bisschen günstiger. So. Anwenden. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Warte mal. Tatsächlich sind die in den Missionen besser, die Cobras. Hm. Takt jetzt bei 80 Sekunden. Wie gesagt, es würde halt auch die Attraktivität steigert ja, steigt durch die durch den niedrigen Takt. Ja. Dass die dann mehr damit fahren. Na, wollen wir es mal hoffen. Dann müssen wir halt auch wieder beobachten. Apropos Apfelwirtschaft, ich habe einen Wegegeldantrag bei meiner Wohngenossengewerkschaft gestellt, okay. Weil er den Müll selber wegbringen muss. Ja, besser als wenn sie halt hier noch mal zurückfahren müssen. Also halt hier jetzt. Ja, im Mülltonnen sind wegen Fassadenarbeiten 300 Meter weiter gezogen. Ja, gut. Ich stell's einfach vor die Tür, wird schon irgendjemand mitnehmen. Wenn es hoch genug gestapelt ist. Naja, wie gesagt, wir könnten die Müllwirtschaft nochmal mit reinnehmen. Und um einfach zu gucken, ob es funktioniert. Warum es bei mir jetzt nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich irgendwie Installationsfehler gemacht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Aber hätte ja funktionieren müssen. Haben wir denn jetzt hier? Ja. Ja, 13 Stück mitgenommen. Meine Güte, das ist ja. Krass. Ist aber schon teuer, ne? Da selber zugeben, ne? Für Worcester 11. Weißt du, was wir jetzt machen mit dem? Ganz ehrlich, wenn der sowieso nicht so viel mitnimmt, können wir den auch kleiner machen. Der kostet ja auch nicht so viel. So, gucken wir nochmal in die Finanzen rein. Gerade noch so im Plus.
Wie gesagt, das muss halt erst wieder anlaufen, auch hier mit dem Öl. Hat der keine Gleiswahl? Ach nee, kann er gar nicht, weil er hier hinten nicht rauskommt. Hätte hier gar nicht warten müssen. So, wie sieht's denn hier aus mit dem 90? Okay. Reno McAllen. Wächst auch wieder, also dann ist auch die der Umsatz sozusagen wird halt schneller umgewandelt. Öl in Treibstoff. Das ist okay. Wie sieht's jetzt aus hier? 12 Stücke haben mitgenommen. Ja, diese Mindermengen ist halt auch so ein Ding, wo ich sagen muss, das ist. Ja, es ist schön, dass man halt viel mehr hier hinbringen kann, aber das ist schwierig, wie man so sagen kann. Weil sie brauchen halt nicht so viel. Ne? Theoretisch bräuchte sie halt dann, wie ich gesagt hatte, einen großen Umschlagsplatz, wo du dann halt den Zug halt dementsprechend halt zusammenstellen, wo du dann sagst, okay, da sind kommt Treibstoff, Werkzeuge und so weiter und so fort, hast du halt die hier an einem, oder alles an einem Umschlagsplatz, aber es wird halt dann diese Mindermengen, die du halt in der Stadt brauchst, halt zusätzlich an die Hauptsachen dann drangehängt oder so. Und dann ist halt fraglich, weil du kannst ja die Waggons nicht einstellen und sagen, pass auf, ich hätte gerne, dass du in diesem Waggon nur jetzt von diesen Mindermengen hier, die zusätzlichen Produkte, die man braucht, dass du halt da dann ein, zwei Waggons halt dann speziell nur dafür nimmst, ne? Und der Rest ist halt dann die Hauptware oder so. Oder halt dann gemischt, ne? Wenn jetzt nicht hier gerade noch Flüssigkeiten dabei wäre. Hier ist aber auch. Oh, meine Güte. Warum? Stehen halt nur 92, das. Ich habe den schon mal angepasst, ne? Ich hatte den von, wir hatten da vorher 4 dran. Und dann war leer. Dann war er zu teuer. Ich die nicht zum Abladen noch weiter nach hinten geschickt oder so? Entscheiden. Das war der Wagen Worcester, genau. Achso. Geht nicht? Warum nicht?
kommst, also. Dann machen wir es halt so. Müssen wir ihn halt zwingen. Ach, das ist dieser Überlandbus, ne? Der überhaupt nichts bringt. Ja. Neues Kohlekraftwerk, Kohlebergwerk. Hat die Stadt sich das hier einverleibt? Das kann man. Kann man das? Spielereigentum. Straßen mit Spielereigentum aufrüsten, um automatische Änderungen zu regulieren. Ah, okay. So, dass die Stadt uns das hier nicht wieder wegnimmt. Die sollen hier auch direkt schnell fahren. Yep, okay. Weil nämlich hier vorne nur 50 gefahren. Das ist ja Blödsinn. Ja, wir könnten das Stück hier noch mit in die Stadt mit reinnehmen, aber... Straße, Stadt, das... Ja, bis hier und dann... Ach ne, das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Man erkennt es halt nur an dem weißen Streifen tatsächlich hier, dass es dann da auf eine Landstraße rausgeht auf dem, auf der Brücke. Ja. Noch schneller können wir die leider nicht machen. Da müssten wir, wäre auch wieder eine Mod, wo man die Straßen auch dann, oder halt, ja, Straßenmods, die halt dann auch schneller sind, die zweispurig sind. Nicht nur 80 fahren. Aber, ja, gut. So, ich würde halt tatsächlich den Bus nicht wegnehmen wollen. Das fährt ja nur mal einer damit. Und hier wartet auch einer, also, oder zwei sogar schon, meine Güte, siehst du, geht's ja richtig ab. Takt ist halt, ja, wir sind ja hier angehalten, mehr oder weniger. Und wenn... Takt ist nicht der beste. 11 Minuten. Das ist vielleicht schon lang unterwegs. Ach nee, auf der Straße kann man ja nicht sehen, wie schnell die fahren.
weil er halt hier so abrupt abgebremst hat, aber das kann hier dieser Übergang gewesen sein. Land auf Stadtstraßen. Mit 21, okay. Jetzt waren mal mehr da hinten. Gut. Da sind es immer noch 242. Viel los in der Ecke. Wie sieht's hier aus? Ja. Kann es sein, dass der LKW schon Treibstoff ausgeliefert hat? Das war doch irgendwo. Nein, das ist wieder weg. Oh Mann. Es ist wieder weg. Er muss halt bei 725 sein oder so Einwohnern und dann hat man halt die mehr Produkt, die man halt hier hinbringen kann. Ist ja wieder Hände über Kopf zusammenschlagen hier. Ach. Versucht man die ganze Zeit und macht und tut und dann, oh ja, geht aber. Jeweils immer. Können wir vielleicht noch zwei Waggons dran machen jeweils. Obwohl. Wir machen nur an ihm hier zwei mehr dran. Ich glaube, das können wir auch machen. Weil nachher ist das dann alles weg. Das staut sich halt immer auf, weil er halt nur 108 mitnehmen kann. Haben wir denn noch irgendwo ein Stahlwerk? Noch ein drittes? Aber ja, doch eigentlich schon, ne? Wir haben ja, wir brauchen halt 400 hier. Und wir brauchen 400 hier. Und wie produzieren wir hier? Ja, wenn es richtig ankommen würde, würden wir hier auch 400 produzieren. Hm. Wie sieht es hier aus? Der dürfte eigentlich voll ausgelassen. Ah. Geht so. Geht so. Oh. Für Reno können wir vielleicht jetzt einen längeren Zug machen. wenn ich so gucke, leben wir mit Reno. Obwohl es überhaupt nicht, lohnt sich gar nicht. Also wenn, dann würde ich ihn tatsächlich etwas länger machen.
Aber es lohnt sich eigentlich gar nicht, weil da wird nicht so viel nachgefragt. Ich würde ihnen einen Waggon noch spendieren. Ach so, vielleicht sollte ich den noch kaufen und dann anwenden. Wie sieht es dann mit den anderen aus? New York City? Nee. Okay, San Bernardino, der hat sich gerade voll gemacht. Sehr gut. Und Worcester. Das ist halt auch nur Nebenprodukt, ne? Ja. Ist nicht mal alles da. Weil da liefern wir ja zurzeit auch mehr Weizen an. Da haben wir ja extra hier hinten noch die Linie dazu gebastelt. Die fährt ja hier dran vorbei. Und dann hier über die extra Strecke dann da dran vorbei. So. Da ist er. Ah, immer noch nicht ganz voll. Wir könnten tatsächlich den letzten hinten wegnehmen. Hat man euch beim letzten Mal schon gesagt. Letzte Woche. Ich gesagt, dass den letzten kann man dann wegnehmen. Dann sind 108 und der hat 104 dabei. Ja, okay. So, wie sieht's beim Flugzeug aus? 37, der ist auf jeden Fall voll. Aber McAllen wächst halt auch nicht wirklich, ne? Also, wenn ich so gucke. Hat hier auch schon die Aufstockung, also 20%, vorher hat es ja nur 10, das ist die erste Stufe sozusagen, jetzt schon die zweite Stufe. Also das haben sie schon, aber na gut, wir haben bei den Waren haben wir halt da wirklich Probleme, aber auch die Baumaterialien fehlen uns. 60-60 natürlich auch kein guter Wert. Auch doof. Reiseziele, Reiseziele, okay. Weil ja, es gibt. Vielleicht ist auch gerade ein bisschen abgefallen, aber das glaube ich eher weniger. Ne, der guckt ja gerade. Der kann sich auch wieder komplett voll machen, wahrscheinlich, ne? 45. Ja, 126 nimmt er mit. Könnten sogar noch eins länger machen. Oder fern. Aber guck mal hier. Wo ist der denn? Der kommt gerade hoch. 54. Nee, ich glaube nicht mal, dass der voll fährt dann. Nicht. Stein haben wir noch, ja. Oh, okay. Ein
Okay, immer größere LKWs. Läuft. Ja, wartet keiner. Der nächste kommt schon. Das hat sich jetzt hier auch gewandelt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Vorher haben die die ganze Zeit gewartet, aber scheint haben sie jetzt den Output doch erhöht. Oder schneller rauswerfen, sozusagen, die 400. Das ist dann. Ja, es muss halt auch erstmal umgestellt werden. Ja. Gut, gut. Und 30, ne? Ja. Ja, okay, okay, okay. Ja, hat sich nicht gelohnt. Oh, hätte sich nicht gelohnt, da noch hier einen dran zu hängen. 50. Ach ja, ach ja, ach ja. So, das läuft auf jeden Fall. Was ärgert mich, dass in Worcester schon wieder die zusätzlichen Produkte weg sind. Heißt, wir haben halt totale Geldverschwendung. Wir haben einen extra LKW hier und wir haben einen extra Zug, der hier hinfährt. Gut, wir haben den jetzt nochmal verkleinert, aber theoretisch müsste man wieder einmotten. Und jedes Mal neu kaufen. Aber warum scheitert das hier immer an dir? Obwohl die Werkzeuge direkt hier direkt vor Ort hergestellt, Werkzeuge sag ich schon, Maschinen, haben die viel zu wenig. Ja, die sind hier angeschlossen. Die haben auch da drin liegen. Aber irgendwie. Ist ja nur hier hinten, ne? Das bisschen. Das ist ja nur ein Zusatzprodukt, ja. Hm. Na, guck mal. Ein Schiff. Eine Fähre. Dampferry. Ja, die können wir hier leider nicht brauchen. Jetzt haben wir auch hier genügend Holz. Wo ist denn der Zug schon wieder? Der ist bestimmt wieder hier unten drin, oder? Ja, komm gerade raus. Ja. Immer wenn ich ihn suche. Das Schiff muss auf die Map. Welche? Nee, auf welche Map denn? Hier nicht. Schwierig. Wenn wir hier eine schöne Treppe hochbauen könnten, dann geht das wahrscheinlich. Immer nur nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Hm. 160 Meter. Wie lang ist der hier? 157 Meter, okay.
Bei Steam gibt es gerade Mafia kostenlos für kurze Zeit, falls das jemand haben möchte. Die Tienchen hat einen kleinen Link reingepostet. Es ist gerade noch kostenlos zu bekommen, zumindest hier am 3. September 2022. Also, greift zu, solange es da ist. Mafia 1. Hat das Let's Play da mal zu gesehen? Das war ganz okay. Okay, wir haben nochmal länger gemacht. Das heißt, es ist jetzt 200 Meter. Genau. Und dann schauen wir hier mal ganz kurz. Der hält ja hier. Hier 5. Das heißt, wir müssen hier auch nur ein bisschen länger machen. Yep. Und dann ist das hier auch okay. Das wäre vielleicht auch was für deinen Stream. Aber wäre schon besser. Ich glaube, das haben wir schon mal ausprobiert, ne? Die sind zu lang, ne? Wir kriegen keinen Mehrwert daraus. Ja, machen wir es so. Weil es hapert ja im Prinzip nur am Holz, ne? Weil Stahl haben wir immer noch so viel in petto, dass wir erst später Gedanken machen müssen. Und die legen ja hier immer noch ab. Ne? So ist es ja nicht. Und der ist gleich voll, okay. Ja, da ist er. Ein LKW angekommen, okay. Mit der schon mal mitgefahren? Weiß ich gar nicht. Dann machen wir das jetzt. Oh, guck mal. Ich wieder die Brücke. Ja, das haben die auch nicht so wirklich im Griff, ne? So, hab ich noch was getrunken.
Sehr gut, hier liegt nämlich kein Holz mehr. Und jetzt, wo wir mehr mit hier hinbringen. Oh, Bosch, das war nicht wieder. Werkzeuge und Treibstoff waren sehr schön. Es geht immer schön hin und her. Wahrscheinlich ist der die Produktion schon nicht wieder angelaufen, aber der Zug ist schon wieder an allen beiden Industrien vorbei. Und hat wieder nichts davon. Ja, Stahl kommt immer weiter noch an. Aber auch hier rauf. Sehr gut. Wie viel haben wir denn? 735 jetzt aber. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, vielleicht, weil wir die Menschen hier viel schneller jetzt anliefern. Guck, da ist er nämlich gerade gewesen. Er hatte natürlich nichts dabei, war klar. Oder? Ja. Nerv. Böses Spiel, böses Spiel. Kann da doch nichts werden. Ja, na, mal gucken. Ja, wie gesagt, wenn wir halt hier eine höhere ja, Umsatz haben sozusagen, dass viel mehr bei rumkommt, dass halt viel mehr hier ankommt, sollte das funktionieren. Also, aber gucken für Worcester 84. Fahren zwei Stück und jeweils 108 mitnehmen kann. Der eine ist auch voll. Bis der nächste Zug hier ankommt, liegen hier aber keine 108. Ja, die LKWs warten jetzt wieder. Ist die Frage, ob man nicht doch wieder kleinere LKWs nehmen. Weil die dann viel schneller fahren würden wieder. Der Takt wäre halt höher tatsächlich dann. Okay. Gut.
Wenn er jetzt aufgeladen hat, dann werde ich den auch noch ändern. Warte. Wie viel haben wir jetzt für Worcester hier? 118. Hm, okay. Lohnt sich nicht. Okay, weiter. Sonst hätte ich gesagt, okay, dann machen wir da noch einen Waggon dran, aber es lohnt sich halt nicht, ne? Na, der ist schon auf dem Weg wieder hier hin. Ist okay, wo ist der nächste? Ja. New York City Reno 215. Oh, okay. Sind die denn gerade alle? Der kommt gerade hier rein. Ich wollte eigentlich hier drauf. Okay. Ich bleib gerade runter. Ja, hier könnte man halt auch überlegen, ob wir die nicht auch langsam mal austauschen, aber ich gerne behalten. Ist nicht komplett elektrifiziert. Obwohl, doch, die ist elektrifiziert. Da fährt nur gar kein elektrischer Zug lang. So war das. Würden halt 78 Leute mitfahren. Wäre auch schneller, was auf der Strecke überhaupt nichts bringt. Ja, okay. Betriebskosten 1,59 Millionen. Hier sind wir bei 3 Millionen. 3,7. 3,8 sogar. Mal ein bisschen aufrunden hier. Ah! Das lohnt sich ja gar nicht. Dafür, dass der halt nur 52 mitnimmt. Was wir mal könnten, wir halt noch zusätzlichen kaufen. Ja. Da noch ein fünftes Fahrzeug draufsetzen. Aber es kann auch sein, dass die, wenn jetzt wieder zwei, drei Stück hintereinander da ankommen, dann ist das auch wieder abgearbeitet und dann habe ich wieder ein Fahrzeug zu viel. Na, dann lassen wir es mal so. Hier liegt auch noch Stein drin, ist okay.
Leuchte, würde ich sagen. Okay. Hallo, Hayrisk. Na? Wie geht es dir? In deinem neuen schwarzen Flitzer. Wie fährt er sich? Gemischt erkläre ich dir nachher. Okay, okay. Und euch, ja. Sieht denn mit den Lebensmitteln in New York aus? Ich glaube, da hat man ja verlängert, ne? Genau, hat man einen länger gemacht. Ja. Nee, gar nicht. Ich dachte, da hätte ich einen mit 6 gemacht, aber gar nicht wahr. 108. Ich würde bei jedem noch mal ein zusätzlich dran machen. Machen wir mal so. Nein, da nicht. So. Cargo. So. Du darfst ja kein Gemisch reinkippen. Schwierig. Jetzt da an der Tankstelle vorbeizufahren und irgendwas Gemischtes reinzupacken. Da musst du jetzt nicht mehr hin. Außer du willst eine überteuerte Cola haben oder so. Dann ja. Ach, das sagst du mir jetzt? No. Was hat denn reingetan? Wird schon richtig sein. Mal geguckt. Ja, für Reno lohnt es halt nicht, ne? Also, die Nachfrage ist, hier liegt so viel, aber das brauchen wir gar nicht. San Bernardino 126, 119 gerade. Wo ist der gerade? Der fährt gerade rein. Siehst du, lohnt sich. Also braucht man nicht mal länger machen. Geht. Sehr cool. Ja, geht doch. Ich mache natürlich jetzt auch alle Fahrzeuge immer so auf 25% mit den Betriebskosten, damit die halt nicht allzu abgeranzt aussehen, aber das kostet natürlich auch wieder, ne? So, jetzt haben wir den mit, genau, für Worcester 54, 72. Hier ist aber auch schon einige Zeit lang kein Weizen mehr angekommen. Wo sind denn die Weizenzüge? Da kommt gerade einer. Hm. Warte wieder raus. Ah. Hätte jetzt auch einer gereicht. Also hätte man noch einen Waggon wegnehmen können. Naja, cool, ist sowieso fast alle, muss man einen neuen kaufen. Ja, wenn die Lieferzeiten nicht immer so lange wären, ne?
Na, kommt nächste. Oh, geht so weit. Hier. Oh, okay. Da müssen wir kurz dran. Hier soll nichts über den Tellerrand wegfallen. Das lassen wir so. Sehr schön. Wegen etwas. 44, auch voll. Der bringt 28 mit, okay. Wie sieht es hier allgemein aus? 102 von 111. Boah, geht aber, ne? Bisschen ein Plus, aber das hat nichts zu bedeuten. Ja. Die Infrastruktur kostet uns immens viel. Ich weiß nicht, als wir die großen Flugzeuge hatten, hat man irgendwie Gewinn. Ne? Warum funktioniert das nicht mit den Flugzeugen? Der Takt war auch ein bisschen niedriger, klar, aber... Und dann stehen zu viele Leute da. Dann kriegst du nicht alle weg. Wenn du dann drei von den größeren Flugzeugen kaufst, dann ist es wieder zu viel. Also machst du wieder keinen Gewinn. Ist doch kacke. So, jetzt habe ich es gesagt. Wisst ihr Bescheid. Zum Glück stehen jetzt hier immer relativ viele. Ja. Das läuft bei der hier gerade, bei der Linie. Cool. Okay, wenigstens etwas. Warum pullt er denn gerade nicht? Ach, wegen dem Zug hier vorne, okay. Oh, und hier los. Wie viel haben wir denn auf der anderen Seite fahren? Auf der anderen Seite. Könnte man einen rübernehmen. Hier noch zwei dazu kaufen.
Dann haben wir 13, 13 auch wieder. Linie. Das ist nochmal ein bisschen angepasst. Jo, gut aus. Und hier sollte es jetzt auch dann Optimum sein. Wo kommen die LKWs her? Von hier oben. Okay, dann ist gut. Okay, 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 okay. New York City ist jetzt auch keine Stadt, die wirklich dann mal Gas gibt, ne? Wohl gerade. Bisschen mehr Platz anbieten hier. Ja. Ja, guck mal. Waren schon viel mehr mit, als als wir noch mit dem alten Bussen unterwegs waren. Guck mal. Frei. Sehr schön. Okay. Läuft. Gut, ist immer noch viel zu teuer, aber okay. Minus 35 immer noch. Solange das nicht wieder runterfällt und wir die hier schön versorgen könnten, wäre das schon mal nicht schlecht. Oh, guck mal. Ein Treibstoff haben wir. Aber voll. Wie viel Treibstoff haben wir denn hier für Worcester? Ah, war okay. Gut. Waren bestimmt nur genau 18. Ah, sehr schön, sehr schön. Klappt zumindest das, die Anlieferung, dass das jetzt hier auch verteilt wird. Dafür brauche ich keinen extra LKW für. Das wird schon verteilt. Mit den LKWs, die wir haben. Ah, jetzt kommt auch genügend Holz hier an. 174 und der kann 180 mitnehmen, genau. 226 immer noch. Okay, gut. Heißt, da kommt genug bei rum. Heißt, hier kann auch der Stahl langsam abgearbeitet werden. Ja. Wenn wir Glück haben. Ja, hier liegt auch jetzt mal ein bisschen was rum, obwohl der ist gerade weggefahren, ne? Ja. Da kommt der und der andere steht wahrscheinlich hier und wartet auf. Ne, der kommt gerade rein. Okay. 154, 180. Warum? Warum machen die kein Geld?
Eigentlich müssten die in Geld schwimmen. Verstehe ich nicht. Wenn es zweigeteilt wird, das Ganze? Die Betriebskosten sind so hoch. Warum? Doch 25, ne? Ja. Halt nur 768.000, ne? Und wenn der jetzt hier das ablädt. Dann sind schon wieder Betriebskosten abgezogen worden. Dann sieht man einen roten Balken denn. 96. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hier liegt ja kein Stahl. Ganz ehrlich, ich bin gerade überlegen, ob ich nicht die Strecke umbaue. Und hier eine Straßenverbindung mache und dann einfach mit den LKWs dann das rüber verteile. Das könnte man auch machen. Wie sieht's denn hier jetzt aus? Immer noch so voll. Das sollte jetzt mit und mit abgeholt werden, ja. Ich glaube. Ach, der hat abgebrochen. Okay, der macht ja nichts. Aber da kommt auch schon der nächste. Also hätte ich jetzt gar nicht mehr ausbauen müssen. Das ist okay. Aber ich mag nicht, wenn es halt im Blauen steht. Das heißt, es wird gelöscht. Jetzt muss ich ja nicht sein. So, aber nochmal rüber. Wie sieht das dann hier aus? 298. Fahrzeuge verwalten. Der holt das Öl, ne? Genau. Wie sieht das aus, wenn wir... Jetzt sind hier auf 204 Meter. 204 Meter. 199 Meter und hätten hier eine Kapazität von 220. Allerdings haben die hier eine 333.000 und die haben 217.000. Wert aber auch mehr.
wäre halt komplett neu, ne? Also außer der Zug vorne. Zugmaschine. Könnte man vielleicht auch noch austauschen. Die gibt es ja nicht mehr. Die 33 Millionen kosten. Jetzt. Okay. Das auch noch. Ei. Sag mal, wenn wir das hier oben abreißen. Kriegen wir da noch eine Verlängerung? Nein, leider nicht. Schade. Okay. Oh, warte. Pause. Ich sehe gerade, wir sind nicht verbunden. Nee, so klar. Aha. Kleines drum? Okay. Oder habe ich das? Nee. Verstehe ich nicht. Ist auch egal. Hauptsache ist wieder angeschlossen. So, dann. Langsamer.
Barbaren. Ja, okay. Lag daran, war nicht genügend Platz dazwischen. Weiter, weiter, weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und 240 Meter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Könnten wir hier auch noch mal verlängern. Könnten wir hier auch noch mal auf 240 Meter gehen. Und wir lassen erstmal so und dann können wir immer noch gucken, ob, ob er auch schnell genug oben nachproduziert, um den halt auch regelmäßig dann auch zu füllen. Schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Wer da 220 schon Öl hinbringt. Liegt hier eigentlich noch was? Nee. Okay. Das heißt, wird halt auch höchste Eisenbahn, dass da was nachkommt. Voll witzig. Oh nein! Sehen, wie viele bekommen. Na? Jetzt. 5,19 Millionen, okay. Meter. Wir können halt auch 240 Meter gehen. Was heißt das? Wie viele gehen da noch dran? Zwei. Okay. Halt noch mal 40 dazu. 260. Halt die Frage, ob es halt auch mal 260 oben dann liegen. Ne? Nur jetzt liegen 266 da, aber da lag ja noch was. Was sagt denn unser Flug? Ach, 5 Millionen minus. Guck mal. Ne, mal so, mal so. Also in dem Quartal hat man sehr wenig Fluggäste anscheinend. Und hier hat man sehr viele. Na, aber die Flughäfen sind halt so teuer. Verstehe ich nicht. Hm. Da können wir aber auch das Hauptgebäude nicht wegnehmen. Das würde wohl gebraucht. Verstehe nicht, warum man nicht hier einfach dann auch sagen kann, okay, im Hauptgebäude wird halt auch ein Terminal reingehen oder so, aber... Dass da halt auch zwei Flugzeuge dran können.
Das ist doch alles leer. Dann würde man das auch noch sparen hier. Dann könnte man eins noch wegnehmen. Ah, schwierig. Es lohnt sich nicht, noch ein weiteren Flughafen aufzubauen. Wir haben da noch einen. Hier lohnt sich das gar nicht. Oder hier, dass man da... Wir haben auch gar keinen Platz. Schwierig. Na gut. Hauptsache es läuft. Wir machen unser Geld, das ist schon in Ordnung. Aber trotzdem. Ja, da war investiert, deshalb. Aber hier mal 54 Millionen. Okay, da haben wir. Ja, okay, müssen wir die Millionen abziehen, aber im Prinzip ist das schon okay. Wo will die Stadt denn noch weiter hin? Ich will mal weiter runter. Ja, gut. Nee. Weil wir kriegen mit der Bushaltestelle auch hier hinten das letzte Haus nicht mehr, aber die letzten zwei... Nur Stress hier. Oh, guck das an, 60%. Ein Bienchen kriege ich. Danke schön. Nicht meckern, dass das hier hinten zu laut ist. Kennt man ja. Wir könnten die Bushaltestelle tatsächlich verlegen. Könnte man auch hier hinlegen. Oder noch eine zweite. Also hier noch eine und da noch eine hinmachen. Wie viel Industrie einfach hier rüber gezogen ist, ne? Auch hier hoch. Krass. Okay. Das ist die 8. Die 8 kommt auch weg.
Gucken, ob die Stadt sich da drauf einlässt und hier oben noch mit reinzieht. Nee, nicht klonen. Ich würde einen gerne größer machen. Mal ganz kurz kommt mal gucken. Mission 72. Wegen Mitmäßigkeit. Ja. Würde halt auch bei Mittelmäßigkeit auch bei 72 liegen, also. Oh, guck mal, da kommt ein neuer. Eine Elektrolok dazu. Aber irgendwie kriegen wir keine. Keine Personenwaggons dazu. Also, der ist ja. Blöd. Ah, der kommt gerade an. Sehr schön. Sieht es mit dem Treibstoff aus? Ist es noch relativ viel oder? Nö, geht. Wie viel passt denn einen rein? 16. 2010 Personenwagen, USA, never. Ist schon traurig, ne? Vielleicht bringt das was, wenn wir das schneller verteilen. Weil hier liegt immer sehr viel rum. Ich hätte natürlich gerne LKWs, die halt mehrere Abteile haben, aber die haben wir noch nicht. Wenn die halt zwei Teile hätten oder so, aber ja schon nicht schlecht. Das haben wir 15, 15 oder so. Könnte immer noch ein Gut immer mitnehmen, aber wenn halt dann nur noch 14 von dem einen, aber von dem anderen halt mehr oder halt auch gleich so viel, dann könnte halt beides mitnehmen. Ah, okay. Ja, schade, geht halt nicht. Auf die Mods warten. Ach, die sind eingestellt, die anderen habe ich vergessen einzustellen. Die sahen schon neuerer aus, aber die schon recht alt. Okay.
Bringen die Städte nicht wirklich ans Wachsen, ne? Und hier hat die Stadt eine neue Straße dran gezogen. Wenn ich hier runtergezogen habe, die neue Straße, hier auch. Hier hat sich ein Haus hingestellt. Ah, dafür hat sich halt hier eins weggemacht. Rübergezogen. Aber sie hätten die Möglichkeit jetzt hier, ne, zu bauen. Sich auszubreiten. Mal schnell gucken, Diagramm. Es geht immer noch nach oben. Die Frage... Ja, doch, doch, alles gut. Und wir haben ja einen riesen Umschlag an Passagieren hier auch, ne? So ist es ja nicht. Das haben wir auch. Oh, voll, okay. Mal wieder. Voll. Nice. Achso, wie sieht's eigentlich hier aus mit dem? Jo. Geht. Oh, die sieht aber auch schon, ne? Die irgendwo dran vorbeigestoppt oder was? So alt ist sie doch gar nicht. So, die habe ich doch gerade erst gekauft. So vor 2 Jahren oder so. Krass. Ja, warte mal. Wie alt ist sie denn jetzt? Wo konnte man das nochmal sehen? 1 Jahr. Sieht aus, als wäre ich schon, ne? Ja, super. 25%. Da, sehr gut. Sieht jetzt nicht so aus. Das ist ja von Anfang an schon so. Komisch. Mit. Oh, falsche Taste. Fahren wir mal drinnen mit. Auch wenn ich gerade hier sehe, dass das Fenster hier vorne irgendwie alles löscht oder hier oder was? Gut. Ja. Also da ist Vegetation ist da ein bisschen viel. Gut. Ja, so ein riesiges Gebiet dort hinten und dann passiert da nichts. Ist die Frage, sollen wir noch aus einer anderen Richtung da hoch? Aber die können ja dahin. Die müssen halt nur umsteigen hier vorne. Mal halt noch mit einem Bus da rein. Von der anderen Seite, von hier aus oder so. Hier so rüber. Aber die können halt umsteigen. Das ist halt nicht das Problem. Oh, der fährt voll. Okay. Was mit dem anderen? Oh, beide voll. Sehr schön.
Und hier liegen noch 230. Das heißt, wir könnten ihn rein theoretisch verlängern. Macht der Gewinn? Nee, ne? Nee, warum auch? Obwohl geht eigentlich, ne? Könnte sich, ne? Wenn die jetzt die ganze Zeit so voll fahren. Das liegt wahrscheinlich immer an den Quartalen, wie schnell die vorbei sind und halt dann auch, wie oft die halt auch hin und her fahren können, die zwei Züge. Da könnte man vielleicht überlegen, noch einen dritten Zug aufzusetzen. Ist natürlich auch ein teurer Zug, ne? Muss man dazu sagen. Die Lok vorne und dann halt auch die Waggons, teure. Ja, der andere dürfte aber auch hier oben irgendwo sein, ne? Ja, fährt gerade rein. Haben wir denn da? Ne, kein Stein mehr. Und die Produktion fällt auch komplett ab. Oh, wo fährt der dann raus? Nein. Oh nein. Warum fährt der nicht hier unten raus? Ja, warte, der ist hier unten, ne? Der ist schon hier, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. Und die blaue Lok hier. Nein. Hier. Und dann auf den Stein McL. Genau. Meine Güte noch, ey. Kommt der da oben raus, wäre in die falsche Richtung. So kann das doch nichts werden. So kann das doch nichts werden. Aber guck mal nochmal rein. Es wird halt auch immer weniger mit den... Und kannst du nicht sagen, dass es da keine richtigen... Dass die hier die Waggons hier benutzt haben, oder besser gesagt hier die elektrischen. Dass halt die Doppelstockwagen da benutzt werden. Westfleet, ne? Westfleet, okay. Und die Bombardier B-Level. Aber. Also. Da gehört doch ein anderer Personenwaggon dran. Vielleicht ist es tatsächlich das von Urban Games, dass du musst Mods benutzen. Sonst hast du halt wirklich keine Auswahl mit den ganzen Vanilla-Sachen. Vielleicht liegt es auch an dieser Amerika-Map. Ja, zu realistisch für meinen Geschmack. Aber gut. Warum liegen hier... In Güterbahnhof McEllen sollen nichts laden. Ich weiß nicht, wo die das hin mitnehmen. Die sollen das hier nicht mitnehmen. Die sollen das hier verteilen. Ach, die würden das nach McEllen mitnehmen, ne? Warte mal. Ja, der will das auch haben. Aber wir haben doch einen extra. Da fährt ein extra Zug hier. Nee. Quatsch. Warte, hier werden Waren ausgeladen. Das heißt, der nimmt das hier mit nach Worcester dann. Ja.
Und die wollen das auch haben. Aber wir haben doch hier auch eine extra Linie, die das hier hinfährt. Ich meine, es ist jetzt nur eine Mindermenge, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Oh, da ist gerade was weggegangen. Oh nein. Ist noch alles da, okay. 738, nein. Nicht runtergehen. Wir müssen mal hier auch nochmal rangehen und sagen, okay, wir müssen die Verteilung nochmal schneller machen, sozusagen. Das heißt, wir brauchen größere LKWs hier auch. Gerade hier vorne in dem Bereich. Auf der 1, die Worcester 1, dass wir da größere LKWs fahren lassen. Fahren halt noch die kleinen. Ah, mit 16. Dann lass mal nochmal gucken. Oh, ist auch jetzt voll, ne? Gerade gesehen. Nicht gut. War gerade blau, ne? Ja, kurzzeitig blau. Da ist schon wieder was weggegangen. Gut. Nochmal. Fahrzeuge verwalten. Wir nehmen nochmal 16, ne? Dann auch nur 16. Oh. Ja, ich wollte gerade noch die MANs nehmen. Die MANs sind raus. Ach, ey je. Ach, du Alarm. Gut. Machen wir das so. Oh, wie viele Leute stehen denn hier an dem Bahnhof? Ah, ich habe aber Kapazitäten über hier. Da haben wir zwei kleine Hallen. Nee, bei den anderen gibt es auch nicht mehr. Okay. Hm, komisch, ne? Oh, guck mal da. Gerade gesehen. Ne? Weiß nicht, warum da immer noch Vegetation überbleibt auf der Straße. Sehr gut, sehr gut. Dass die in Amerika so an Bussen und so weiter ja auch beschlagen sind sozusagen. Ne, da fährt ja auch der ein oder andere Bus rum, der ich sag mal nicht so modern ist. Ne, da fährt er gerade vorbei, da sind die eigentlich fahren. Dann ist das hier schon das Null plus Ultra. Gut, muss man vielleicht nochmal nachgucken, weil man kennt das immer nur aus Filmen oder so. Aber schon krass, was in Amerika los ist. Einfach nur, dass man halt auch die Autoindustrie einfach machen lassen hat. Ne? Aber gut. Lobbyismus. Ich glaube nach Reno. 1, 2, 3. Ja, wir können gar nicht.
Ja, wir müssten hier nochmal umbauen. Rein theoretisch. Oh. Wir brauchen jetzt mal was wieder, ne? Mal eigentlich auch noch mal umbauen hier. Eins länger. Zum Abladen zumindest. Könnte man hier machen. Wir müssen eigentlich beide machen, weil wir ja Auswahlgleise haben hier. Damit sie halt so schnell wie möglich halt auch hier einfahren können. Das funktioniert aber nicht. Hier weiter raus. Obwohl, doch, das könnte gehen. Ob das Anstehen hier wird verkürzt, zumindest auf der Seite. Aber die langen Züge kommen eher von der Seite, ne? Oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Nee, war richtig, die kommen von Worcester, die kommen dann hier rein. Ja. Ja, hier. Auch relativ viele Minus sein, da wir viel Geld ausgegeben haben, ja. Obwohl, guck mal hier, 34 Millionen. Na, guck mal, dann haben wir wieder genügend Leute gehabt, die geflogen sind. Nur 325.000. Okay. Mensch, Worcester wieder. Oh Mann, ey. Dieses Hin und Her. Das ist aber auch nervig, ey. Jetzt nicht wirklich weniger geworden, ne? Also 1800 hat man da vorher drin, vielleicht ein 100er weniger. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis hier das Stahl abgebaut ist und hier kommt schon wieder Neues. Ja. Ich glaube, mehr passt nicht rein. Und dann ist der ganze Lagerplatz hier hinten besetzt und dann lädt der auch nicht mehr aus. Ja, 95 nimmt er mit. Hier liegen noch 49, sehr schön. Mein Lichtblick sozusagen, dass hier halt auch viel Output ist. Dass halt auch die LKWs hier nicht zu lange warten müssen. Na guck, der war auch gerade da, deshalb wahrscheinlich. Ja. Wir müssten den Zug, der dann hier wartet, vielleicht hier durchschicken. Dass er dann hier hinten rausfährt. Hä? Mit dem los. Okay, dann bauen wir das jetzt so. Leicht nicht.
kann auch schön Gas geben. Ein bisschen höher, dann hier vorne. Ups, kein Schiff, dankeschön. Aber da keine Wartezeit mehr. Gucken wir mal, wie das läuft. Na, bin ich um. Dann fahren wir da nochmal mit und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam von der Map. Machen wir nämlich morgen weiter. Würde ich nochmal ein bisschen gucken, wo man noch was aktualisieren könnte. Ich würde gerne noch den Bahnhof umbauen hinten in Reno. Mal schauen, ob man den da noch hinkriegen. Aber ganz langsam. Genau, morgen noch 3 Stunden und dann haben wir es geschafft. Dann würde ich eine Woche ausfallen lassen. Würde ein Wochenende frei machen, sozusagen. Ich gucke nochmal ganz kurz rein. Genau, es wird jetzt 17., 18. Jo. Mal heute bitte bis wenigstens 24.55 Uhr. Nein. Warum? Hm. Ja, schön. Im Gegengleis, klar, kommt jetzt der Zug, der hier die Bretter bringt. Aber ist okay, ich glaube, das wird nicht so oft passieren, dass die sich hier ins Gehege kommen. Aber ist okay. Dann hat er auch nicht so lange Standzeiten dann hinten. Dann lieber vorm Stahlwerk im Bahnhof. Maybe High Risk. Dann nochmal schnell das Auto abwischen. Jeden Tag poliert werden. Heute war der erste Tag. Und dann haben wir eigentlich zu Genüge gesehen, wie hier die Wirtschaft oder diese dynamische Wirtschaft funktioniert. Und dann haben wir nochmal eine Vanilla-Map gespielt. Ja, das dauert hier wahrscheinlich doch ein bisschen länger, bis wir hier dann hochfahren dürfen. Obwohl, dürfte gar nicht so lange dauern. Ja, der ist jetzt weg, aber trotzdem muss er auch nachproduziert werden. Aber der ist auch die ganze Zeit am Produzieren, das ist gut. Und die LKWs kommen auch gut nach, ne? Ja, genau. Mit dem Stahl. Können wir mal nach unten gucken, ob da zu viel liegt. Nein, es sind tatsächlich zu viele LKWs da. Und hier ist auch genügend im Lager, dass das hier auch schön wegtransportiert werden kann. Oder besser gesagt, die Produktion schön hoch ist. Ja, sehr gut. Hier wollte ich noch mal was machen, ne? Weil hier steht manchmal der Zug auf dem auf der Kreuzung. Ja. Wollte ich noch ein bisschen weiter rausgehen.
weg ist, dann mache ich das noch schnell. Schnell weg. Haben wir jetzt nichts gewonnen, ne? Ich das so rausziehe. Ja gut. Okay, dann nochmal Signale. Warum? Ich hab doch nur das hier abgerissen. Warum geht das denn nicht mehr? Güterbahnhof San Bernardino Sägewerk, ja genau, ein Sägewerk. Und dann Werkzeuge McEllen. Das ist doch hier. Ja.
San Bernardino. Sägewerk. Das dürfte das hier oben sein, ja. Warum fährt er da nicht mehr? Nur einfach noch hier durch den Tunnel, hier unten durch und dann hier. Ich habe doch nichts abgerissen oder so. Ist das alles noch dasselbe? Wir haben ja nun mal auch kein Wegpunkt oder so, dass man sagen könnte, okay, wir müssen halt über einen Wegpunkt fahren. Okay, da geht wieder. Der fährt vom Güter. Blablub. Von hier. Nach San Bernardino. Güterbahnhof San Bernardino. Also hier hoch. Da. Fährt er auch unten durch und dann auch da lang. Ja, okay. Dann. Okay. Ich dem zeigen, wo es lang geht wieder. Hat er selber nicht gefunden. Okay. Interessant. Jo. Gut, haben wir das ein bisschen umgebaut. Haben wir hier ein bisschen mehr Standplatz. Damit die Züge nicht im Weg stehen, die standen hier teilweise mit einem Waggon halt noch auf der Kreuzung. Die sind natürlich nicht gut. Klar, ist klar, dass er jetzt wieder angeht hier. Dieses Rauf und Runter. 720 Einwohner brauchen wir, um das zu triggern. Ja gut, der Zug ist unterwegs. Halt nur die Frage, wo der gerade ist und ob der eventuell... Ne, der ist bestimmt schon vorbei, ne? Ja, der ist schon auf dem Weg hier hoch. Oh Mann. Ja, für Worcester ist auch noch nichts hier. Da müsste wahrscheinlich erst noch mal was herkommen. Warte mal ganz kurz. Wie sieht's denn hier aus mit dem? Ne, da ist er. 93 bleibt hier über. 220. Wie sieht's aus mit Geld? 5,5 Millionen, okay. Läuft gut soweit, sag ich. Ja, seitdem wir mit dem fahren, haben wir tatsächlich auch mehr Geld bekommen. Ist mir egal, geh weg, will ich nicht mehr wissen. Wie gesagt, den könnten wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen länger machen. Wir haben ja auch einen höheren Umsatz jetzt hier oben. Komplett 400. Weil wir auch hier nichts mehr liegen haben oder nicht mehr viel. Ja, der kommt gerade an. Ist gut. Das heißt, wir können den hier auch nochmal konfigurieren. Nochmal weg. So. Na, da kommt der nächste auch schon. Ja, läuft. Ja.
läuft. Also, ist so ein kleines Sorgenkind, ne? Mit dem Flughafen, ich wollte es halt. Gut, vielleicht wurde ich gezwungen, dass ich den Flughafen baue. Ja, wir haben halt einen kleinen gebaut, dann haben wir einen großen gebaut, dann haben wir wieder einen kleinen gebaut und dann wieder einen großen. Also, wie wir es gemacht haben, war immer alles falsch. Also, schwierig. Ne? Geht nach oben, wächst aber nicht wirklich schnell, würde ich sagen. New York City. Versorgt werden die gut, oder? 70, 80, das könnte auf jeden Fall besser sein hier, Lebensmittel. Aber naja, okay. Mal hier rein, jo. Okay. Ja, so unter 700 habe ich das hier auch noch nicht gesehen. Also 1700. Mal schauen, weiß noch nicht so richtig. Und du hier so. Achso, was wir heute noch so machen. Also ich mach gleich, mach hier Schluss und dann. Dann mache ich Dinge. Ach, guck mal, hier könnte man tatsächlich noch mehr draufsetzen. Da hat man, glaube ich, schon mal. Genau. Zack. Aufgesetzt, aber es reicht wohl doch noch nicht. Aber ist okay. Guck, hier könnte man tatsächlich einen runternehmen. Dann packen wir den hier auf die Baumstämme 2. Und der nächste dürfte ja auch schon hier ankommen. Ah, nee, das ist gar nicht. Das ist nicht so schlimm. Mal schauen, denke mal, ein bisschen im TS quatschen und dann Destiny 2 spielen. Oh, okay. Du hast gerade Großes vor. Ja, aber da kommt schon der nächste LKW. Das ist okay, bis der hier voll ist. Der andere fährt durch. Genau. Okay. Hier wird dann auch mit und mit abgearbeitet. Das sehen wir uns morgen nochmal ein bisschen an. Die letzte Optimierungsrunde. Wie gesagt, ich würde gerne den Bahnhof hier noch umbauen im Reno. Einfach damit wir da längere Züge halt auch einfahren lassen können. Ja, genau. Es könnte gehen, dass wir da den Schienenstrang tatsächlich hier ein bisschen weiter nach innen legen können. Nach Norden sozusagen. Und dann halt hier dann anschließen. So rum. Ja, sollte gehen. Wo kommt der denn her? Ach so, Werkzeuge. Okay. Das habe ich nicht mal. Okay. Das hier also nur, wenn du magst. Ja. Der Bahnhof, den habe ich zu klein angenommen. Aber vielleicht können wir tatsächlich noch ein bisschen was machen. Wir können mal ganz kurz gucken. Jo, guck. Da geht auf jeden Fall schon mal. Werden wir morgen sehen. Machen wir an der Stelle weiter morgen. Mal schön die Dampflok und andere Züge und die ganze Stadt hier in Reno.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ups, das wollte ich nicht. was ist denn hier los? 12 andere Leute streamen gerade, denen ich auch folge. Was ist los mit denen? Ah. Wisst ihr was? Sucht euch eigentlich, sucht euch selbstständig eine Abendbeschäftigung, wenn es auf Twitch dann sein möchte. Machen wir heute mal ohne Raid-Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein, fürs Lurken. Vielen Dank dafür und halt auch hier Teenchen für die Moderation, die hier auch immer so sehr spannend ist und die du hier auch sehr ernsthaft nimmst. Ja, die scheinen Rust zu spielen heute alles als Event. Ah, okay. Ich sehe schon. Hatte gerade durchgeguckt und sind einige, die Rust spielen. Danke für den Stream. War wieder nett. Danke, Tini. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Wir werden hier in Reno noch ein bisschen optimieren. Und dann ist auch dann für die Karte dann auch Feierabend. Dann haben wir 20 Folgen gehabt. Sorry. Und ich glaube, das ist in Ordnung. Also, schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern. Schön gesund bleiben. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder. Hier bei mir beim Pfarrer 1976. Tschüss.